Der Schnabel ist fast an meinem Mund. Na, du kleiner Schatz, du. Komm zum Hals. Ach, ist das herrlich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ihr Facebook-Freunde. Wie schön das ist, wenn der so nah bei mir ist. Wenn ich die Zunge rausstrecke, könnt ihr sie berühren. Ja, ist ein bisschen Spielerei, aber mir macht das viel Freude. Das ist ja kein von mir mit der Hand aufgezogener Vogel, sondern das ist ja ein Wildvogel. Das ist doch wunderschön und so eine Zutraulichkeit, so ein Vertrauen, was er zu mir hat, dass er so nahe kommt. Ne? Ja, ja. Das schön. Eigentlich will ich ja nach Hause fahren, aber andererseits hoffe ich immer noch, dass der noch mal kommt, der Vogel, und dass er noch näher zu mir kommt. Ja, was ihr ja nicht seht in der Kameraeinstellung, dass also der Rabenmann und die Rabenmutter, die Frau, die kommen ja auch hier unten und die anderen Jungvögel auch und die kommen auch auf meine Beine und holen etwas. Aber ich habe jetzt die Einstellung extra so gemacht, um das zu zeigen. Heute habe ich nicht so viel Zeit, heute am Sonntag. Ich wollte eigentlich nur herkommen, um Ihnen ein bisschen was zu geben, die Gewohnheiten zu pflegen und in der Hoffnung, dass ich solche Bilder bekomme, wie ich sie eben aufgenommen habe, so ganz nah